Ja, liebe Kinder, liebe Ricklinger, liebe Gäste von nah und fern, auch aus den anderen Stadtteilen. So habe ich gestern auf dem Mühlenberg auch begonnen. Das Aufstellen von Weihnachtsbäumen ist bei uns im Stadtbezirk, Gott sei Dank, eine schöne Tradition geworden. Ich habe noch einige Bäume vor mir, da freue ich mich auch drauf, weil dieses Ritual und diese Tradition ist auch ein Zeichen, dass wir anfangen sollen, das Leben etwas langsamer gestalten zu können. Der Advent beginnt und wir haben die Zeit und sollen sie uns auch nehmen, ein bisschen langsamer zu werden. Die Termine können ruhig in größeren Abständen sein. Man kann sich mehr Zeit nehmen für die Familie, für die Menschen, für die man sich das ganze Jahr nicht so viel Zeit genommen hat, wie man das denn wollte. Und insofern ist dieser Anlass heute auf dem Schünemannplatz, nicht der Schünemannplatz, ist sowohl ein schöner Platz und er hat jetzt auch, denke ich mal, eine gute Tradition, die wir pflegen sollten. Und es ist ein Teil Ricklingen, ein schönes Teil Ricklingen. Und auch daran, an solchen Anlässen sieht man, dass dieser Stadtbezirk ein Stadtbezirk ist, in dem sich gut leben lässt. Und es freut mich auch, dass so viele von Ihnen und euch hierher gekommen sind, um diese Tradition mit uns zu gestalten. Ich darf auch die Kolleginnen und Kollegen, wie schon geschehen, vom Rat und vom Bezirksrat recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass hier so viele vertreten sind. Sie sehen, also die Politik handelt nicht im Verborgenen, sondern sie ist da, sie ist öffentlich und sie ist ansprechbar. Ich bitte Sie, das auch reiflich zu nutzen in den Gesprächen, die ja nach der Veranstaltung sicherlich noch getan werden können. Ich danke natürlich der Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine, ich danke der IG Ricklingen, ich danke dem Karl-Lemmermann-Haus, die alle mitgeholfen haben, dass wir hier dieses heute veranstalten können. Meinen herzlichen Dank und ich denke mal, ist auch ein Applaus wert.